Oh mein Gott. Lauft. Alle. Puh. Man darf euch hier keine Sekunde unbeaufsichtigt lassen. Sonst kommt wieder so ein Viech von der Decke gesprungen und dann ist es wieder aus. Das ist aber ein Troll-Level hier einfach nur. Das ist ein reines Troll-Level. Die Bomben sind okay, die verfolgen uns nicht. Ich möchte aber gern wissen, was uns mit dem Scheiß hier bewirft. Aber könnte sein, dass wir hier durch 5 durchkommen, ohne ein Pikmin zu verlieren. Weil wenn wir hier vorsichtig vorgehen, sollte eigentlich nicht so viel passieren. Eiserner Gürtel. Noch haben wir nichts verloren hier. Noch, da ist noch ein weiteres. Verdammt, ich habe schon gehofft, dass das der letzte Schatz war. Dass wir uns jetzt aufmachen können. Zum Ende, aber leider ist dem noch nicht so. Oh Gott, zurück! Diese asozialen Drecksäcke. Okay. Zurück! Oh Gott, ich glaube, der Rote wird sterben. Ne, wird er nicht. Wird er doch. Wir haben halt Pikmin verloren. Das ist aber auch eine asoziale Scheiße hier. Oh Gott. Nein, komm zurück, beide. Schnell. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich beide zünden, gleichzeitig bomben, ja. Nein, beide Bomben gleichzeitig zünden. Wenn ich den finde, der diese Scheiße nach uns wirft, ne? Der wird noch sein blaues Wunder erleben. So. Nächste Bombe. Peng. Die da vorsichtshalber auch schon mal zünden. Wer weiß, was da gleich noch passiert. Nicht, dass wenn wir uns die Scheibe hier geschnappt haben, hier einer auftaucht. Da müssen wir nämlich in die Richtung rennen. So, jetzt wird hier erstmal einer kommen, richtig? Nein, noch nicht. Jetzt müssen wir es aber ausgraben und dann wird gleich einer kommen. Bloß bei denen bleiben. Okay, es ist kein bewegliches, das ist nicht schlimm. So, okay. Das haben wir schon mal auch rüber geschafft. Dieses Ziffernblatt hier. Mystische Scheibe. Okay, Freunde, das war der letzte Schatz in diesem Gebiet. Wenn wir Glück haben, können wir jetzt einmal durchrennen. Bis zum Geysir. Das ist ja kein Geysir, der Geysir geht hier nach oben. Bis zum nächsten Loch auf jeden Fall. Eine weiße Blatt-Pikmin hängt hinten mit den lila Pikmin zurück, aber das weiße Blatt-Pikmin ist sogar noch schneller als die lila Blüten-Pikmin. Und weiter. So, nur ein Pikmin hier verloren, das ist eigentlich eine relativ gute Ausbeute. Ich hoffe, die nächsten beiden Level werden auch eher, naja, auf Geduld getrimmt sein und nicht unbedingt auf, wie jetzt hier, großes, nicht wie die ersten Level so, sage ich mal. Wo man dann schnell mal
im Kampf verreckt, sondern hier einfach nur so ein bisschen Geduld spielchen. Das wäre schön. Können wir jetzt unser letztes Pikmin auch zum Blüten-Pikmin machen? Oder sind da Spinnen oder so ein Kram drin? Ne, wir können unser letztes Blatt-Pikmin zu einem Blüten-Pikmin machen. So. Waren das nicht die Käfer, die man nicht besiegen konnte? Oder die müssen wir erst umdrehen oder so, ne? Oh Gott, das war eine Feuerspinne, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir die in Pikmin 2 schon mal hatten. Feuerspinnen gab es ja vorher nur in Pikmin 1. Jetzt geht er vom Rand weg. Du musst auf deinen Körper werfen, verdammt. Wenn du so am Rand stehst, dann habe ich Angst, dass meine Pikmin in die Schlucht werfe. So. Hängt eins dran. Du weißt schon, dass das feuerresistente Pikmin sind, mein Freund. Das bringt dir hier nicht viel. Komm schon, nur eins dran werfen. Nein! Komm zurück. Boah, ist das ein asoziales Drecksvieh. Ich treffe diesen blöden Körper einfach nicht. Ja. Stimmt, drunter stellen und dann werfen, dann wirft das ja automatisch da oben dran. So war das. Ich erinnere mich ein wenig. Mal kurz abchecken, ob wir nicht noch weit... Oh Gott, da kommen wieder so Bombenviecher. Aber da hatte ich ja eigentlich eine Taktik gefunden. Wir müssen nur diesmal vorher... Oh Gott, das waren... Stimmt, das waren Elektrokäfer. So war das. Aber zwischen den Elektrokäfern sind Giftdinger. Das ist ja mal mega assi. Und da rennt auch noch ein Feuerspinnenviech rum. Was ist das denn für eine asoziale Gegend hier? So, komm du mal her, Elektroviech. Sehr schön. Jetzt können wir Elektro nämlich schon mal beseitigen hier. So. Dann hier lassen, dann Feuer. Ne, erstmal Gift. Erstmal das Gift wegmachen hier. Sehr schön. Und dann zur Feuerspinne. So, jetzt muss ich überlegen, was mache ich am besten. Sollte ich versuchen, das Viech jetzt zu besiegen? Es schwebt aber gefährlich nah am Abgrund. Oder sollte ich erstmal das Gift da wegmachen? Auch mit den paar Pikmin hier geklappt. Wenn man die richtige Technik hat, kann man die fast schadenfrei besiegen. Ich hätte von vornherein so taktisch vorgehen müssen, verdammt. Ich habe jetzt in den letzten drei Leveln quasi, ich glaube, eigentlich nur drei Pikmin oder so Verlust gemacht. Ich glaube, 68 hatten wir im Dreier. Wäre ich mal von vornherein so taktisch vorgegangen. Was ist das für ein Viech? Oder ist das ein Schatz? Sieht ein bisschen nach Schatz aus. Kommt ihr mal kurz mit. Wir machen das nochmal so wie eben.
Jetzt warte ich hier runterholen. Oh, die Bombe ist runtergefallen. Das ist perfekt. So, platt. So, Bombenviech beseitigt. Das sieht aus, als wenn das Giftspinnen wären, die da in den Schätzen stecken. Außerdem ist da hinten auch noch Giftgas hinter. Wir haben immer noch ein Blood-Pikmin. Wir haben sogar noch zwei Blood-Pikmin. Da hinten sind auch mal Elektrokäfer. Nein! Wirf die doch nicht alle runter! Bist du behindert? Nein! Ich hasse diese Spinnen so abgrundtief. Tatsächlich eine Giftspinne. Warum rennst du eigentlich immer zum Abgrund hin? Jetzt rennst du die Elektrokäfer oder was? Was bist du denn für eine feige Sau? Stell dich doch den Kampf! Das traut er sich nämlich nicht. Nein, Weiße bleiben hier. Okay. Da geht's weiter. Jetzt muss ich hoffen, dass die Giftspinne jetzt hier nicht in den Weg kommt. Da ist auch wieder ein Geysir, um nach oben zu kommen. Gibt's viele Geysire, also viele Zwischenpunkte. Vielleicht ist dieser Dungeon doch sehr schwer gedacht. Okay. Was passiert, wenn die Spinne jetzt mit dem Schatz in die Schlucht rennt? So wie jetzt? Ist jetzt ein Scherz, oder? Kann ich das jetzt nicht mehr holen? Ich habe die leise Befürchtung, dass ich jetzt dieses Level nochmal machen muss, nur weil das Viech mit dem Scheißschatz in die Schlucht gesprungen ist. Ah, das ist hier. Oh Gott, es ist wieder rumgekommen. Es hat sich einfach nur selbst umgebracht und die Schraube ist wieder hier oben gespawnt. Sehr geil. Leider einige verloren, weil diese scheiß Drecksspinne die blöden weißen Pikmin in die Schlucht geworfen hat. Waren so 10 Stück oder so. Aber die Hälfte der Pikmin haben wir noch. Und eigentlich nur noch ein wirkliches Level. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, vorm Boss. Ich meine, die letzten Level gingen ja eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wenn wir hier jetzt nicht das Pech gehabt hätten, dass diese blöde Spinne mit einmal Schütte in alle weißen Pikmin in die Schlucht wirft, dann hätten wir jetzt hier immer noch 60 gehabt. Und wenn davor nicht diese blöde eine Stein über die 20 gelben gerollt wäre und ich nicht die anderen 20 gelben die Schlucht geschickt hätte, dann wären wir jetzt hier noch mit einem Pikmin drin. Also es waren bislang nur Pech-Momente, in denen wir welche verloren haben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie unvorsichtig war oder so ein Kram. Läuft auf jeden Fall viel, viel besser als beim ersten Mal. So kann man es ja schon mal sagen. Und wir kriegen die Schraube zum Glück dann doch noch. Die ist wieder oben gespawnt.
Also, rein damit ins Raumschiff. Glück, dass das da überhaupt runterpasst. Ich habe jetzt die Namen auch wieder gar nicht vorgelesen, so Mist. Das ist auf jeden Fall Götze der Reparatur. Apropos Götze. Nein. Ja, das waren alle Schätze, die in diesem Gebiet tatsächlich. Und dann nur noch 7 schaffen und dann noch den Endboss. Dann haben wir dieses Ding hier geschafft. So, tiefer vordringen. Mysteriöses Gebiet, Sublevel 7. Puh, komm schon, jetzt mit fast keinem Pikmin-Verlust hier durch und wir haben eine Chance gegen den Boss. Oh mein Gott, was ist das für ein Viech? Lauft! Es wirft Bomben! Was macht ihr denn da? Wollt ihr mich verarschen? Warum bleibt ihr da einfach stehen? Komm mit! Okay, 2 Pikmin nur verloren. Das geht eigentlich dafür, dass die Bombe genau auf die draufgeflogen ist. Was ist das denn für ein Kackbratzenviech? Das verfolgt uns durchs ganze Level. Ja, es fällt in die Schlucht! Jawoll! Sieg! So besiegt man das. Ich hoffe, es hatte keinen Schatz in sich. Aber der spawnt dann hoffentlich wieder oben. Es ist in die Schlucht gerannt. Wenn das der einzige Gegner in diesem Gebiet war und das quasi die Schwierigkeit, dann haben wir, glaube ich, ganz schön Lack gehabt jetzt gerade. Aber wenn das nicht der Boss war, dann will ich gar nicht wissen, wie der Boss aussieht. Gut, vielleicht hat das Ding jetzt wenig Leben gehabt, aber das hat ja mal ordentlich reingehauen. Und dafür, dass unser komisches Roboterraumschiff an der Oberfläche meint, hier unten wäre eine Art Maschine, davon habe ich bislang noch wenig gesehen. Das ist jetzt hier alles nur verrosteter Schrott, das hatten wir vorher schon öfter. Oh Gott! Selbstmordattentäter! Merke, nicht die Lilan auf die Viecher werfen. Ist der Weg zu unserem Raumschiff frei oder liegt da noch irgendwo eine Bombe? Hier scheint alles frei zu sein. Ich glaube, wir haben echt Lack gehabt. Das war, glaube ich, der einzige Gegner in diesem Gebiet. Und der hat sich selbst umgebracht. Oh Gott! Lauf! Es war nicht der einzige Gegner in diesem Gebiet, aber es war der einzige wirkliche Gegner. Also es sind hier quasi nur Sprengfallen, mehr oder weniger. Mobile Sprengfallen sind das. Was hängt der Lilan da fest? So. Ich sehe da hinten schon das Ziel. Aber war das der einzige Schatz hier? Grimmiges Haftmittel? Nee, es war nicht der einzige Schatz hier. In die Richtung hier ist aber noch was. Wir haben ja nach wie vor 2 Weiße hier, die noch Nektar bräuchten, beziehungsweise eins von den Weißen ist vielleicht gerade eben draufgegangen. Jetzt haben wir auf jeden Fall nichts mehr, was Nektar braucht. Oh Gott, da oben ist tatsächlich noch so ein Viech. Lauft! Wie soll ich das denn da runterkriegen? Sieht voll aus wie eine Boss-Arena hier. Oh Gott, ich habe schon wieder Lilans geworfen. Sind doch sonst immer hinten, weil die langsamsten sind. Wo müssen die jetzt nach vorne laufen? Das sieht voll aus wie eine Boss-Arena hier.
Da ist auch noch ein Schatz. Aber ich habe die leise Befürchtung, dass hinter diesem komischen Laserviech, was da hinten hockt, dass da noch ein weiterer Schatz hinter sein könnte. Auf der Seite sind alle Bomben hochgegangen. Und auf der hier jetzt auch. Thunfischdose, die brauchen wir auf jeden Fall. Lauft! Okay. Entkommen. Und jetzt nur noch vernünftig eskortieren hier. Bitte lass es den letzten Schatz gewesen sein, dann muss ich nicht bei dem Bombenviech da hinten vorbei. Ich glaube, das Bombenviech hier war nur so asozial, weil da so viele Bomben drumherum standen. Das heißt, man konnte das auch nicht vernünftig angreifen, ohne dass, dass man die Gefahr läuft, dass die eigenen Pikmin die Bomben auslösen. Aber wie gesagt, das erste Bombenviech hatte sich ja alleine erledigt. Perfekter Container. Und tatsächlich, wir müssen nochmal an dem Ding vorbei. Lauf einfach, laufen. Muss die Bombe zünden. Er hat sie nicht gezündet. Lauf! Zum Glück sind die nicht in die Bombenexplosion gerannt. Okay, das hat tatsächlich das letzte Teil beherbergt. Ein Glück. Das heißt, wir müssen bei dem Großen da jetzt ja gar nicht vorbei, ne? Können wir hier lang abhauen. Das heißt, wir gehen mit fast 50 Pikmin in den Endkampf, wenn Sub-Level 8 wirklich wieder nur eine Verschnaufpause sein sollte. Das sollte theoretisch machbar sein. Unzählbare CPU. Und Sub-Level 100%ig abgeschlossen. Der falsche Weg. Den Weg zum Ziel haben wir ja schon. Warum sind die jetzt schon wieder. Ich verstehe das nicht. Warum haben die jetzt schon wieder Blätter? Wir waren doch zwischenzeitlich blätterlos. Warum? Wir haben ja auch keinen neuen Pikmin jetzt gezüchtet. Warum haben die jetzt plötzlich wieder Blätter? Strange. So. Bitte lass Sub-Level 8 keine Gegner beinhalten. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Sieht sehr groß aus. Ich sehe aber auf Anhieb keine Gegner.